begleiten wir kurz Gerd Streichert über den Lohmarer Friedhof. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Heimat- und Geschichtsvereins in Lohmar. Wir werden das erste Mal eine Führung auf dem Lohmarer Friedhof durchführen. Und ich denke mir, der Friedhof hat etwas Mystisches, etwas Distanzierendes, etwas, wo man nicht gerne hingeht. Aber ich denke mir, im Laufe der Zeit oder der nächsten Stunde werden Sie den Friedhof etwas anders kennenlernen. Ich hoffe, dass Sie auch mich hören können, denn die Flugzeuge, die werden mit Sicherheit irgendwo etwas ärgern können. Zu der Kirche selber sage ich also heute etwas weniger, weil diese Kirche separat nochmal erklärt wird. Aber ich darf sagen, dass die Kirche romanischer Art ist, dass dies das erste Mal erwähnt worden ist, 1876 ursprünglich erwähnt worden ist und in mehrfachen Bauphasen unverändert ist. Der Turm, der Apsis ist aus dem 12. Jahrhundert, das ist also etwas näherer Form, aber man kann davon sagen, dass also hier auf diesem Kirchhof, den wir vor uns haben, das, was von der Mauer eingerahmt ist, etwa 1000 Jahre lang hier schon beerdigt worden ist. Man kann also zurück sagen, man hat also insgesamt 45, 50 Generationen, die dort in Lohmar hier auf diesem Grund und Boden beerdigt worden sind. Der Friedhof, den wir gleich nochmal begehen, also quasi nach diesem Tor, was Sie da haben, der ist erst 101 Jahre alt. Das heißt also, am 10. Juli 1910 ist dieser Kirchhof dann von der Stadt Lohmar oder vom Kirchdorf übernommen worden oder in Anspruch genommen worden. Hier auf diesem Kirchhof sind eine ganze Menge Generationen, die in Lohmar und Umgebung gewohnt haben, beerdigt. Und wir sind also sehr, sehr nah an der Geschichte. Kein Ort ist näher hier an den Kirchhof verbunden in Lohmar, wie auch hier dieser geschichtsträchtige Ort, den wir also hier vor uns haben. Im Augenblick werden also weniger Lohmarer hier auf diesem alten Kirchhof beerdigt, sondern man geht also auf den neuen Kirchhof drüber und der also sich mit der katholischen Kirche ein bisschen mehr beschäftigt oder befasst hat, der hat vielleicht die Privilegien, hier auf diesem alten Kirchhof dann später mal beerdigt zu werden. Das Tor, was Sie gleich sehen, wir gehen also noch näher dran, das war der ursprüngliche Eingangsbereich, der damals mal von der Lohmarer Bevölkerung, von den Bürgern übernommen worden ist. Die gingen also im Grunde genommen hier quer über diesen alten Friedhof in die Kirche hinein. Da gab es die alte Kirchstraße noch nicht, aber der eigentliche Eingangsbereich, den wir da vorne sehen mit diesem Tor, das ist also 1920 nochmal erneuert worden, auch mit der Mauer, die man hier rumgesetzt hat. Die Mauer, die war mit Bruchsteinen komplett zerstört und im Jahre 1920 hat also dann die Lohmarer Bevölkerung gemeinsam mit dem Pfarrer von Lohmar gesagt, jawohl, wir müssen eine neue Mauer bauen. Da waren rundum waren also riesengroße Tannen gepflanzt. Die Tannen hat man abgerissen, die haben also den Erdaushub, die Mauer zerstört. Und dann ist also dann in dem Sektor hier vorne unter dem Herrn Van der Fiefen, das war damals mal ein sehr bekannter Bauunternehmer hier in Lohmar, der auch das Rathaus in den 20er Jahren gebaut hat und auch die Brücke in Donrath mitgebaut hat. Der hat also auch die Mauer hier 1920, 1925 gebaut, auch mit diesem Tor. Und die Bevölkerung von Lohmar, die wurde also auch damit konfrontiert, die Kosten zu übernehmen. Dann ist also die Gemeinde und auch die Kirche in Vorkasse getreten, hat also dann die Kosten übernommen von dem Bau dieser Mauer und hat dann später mal diese Kosten wieder zurückgegeben an die Kirche heran. In den 70er Jahren ist dann diese Mauer nochmal erneuert worden, weil die wieder brüchig war. Das hat der Samurai Georg gebaut, also rundum mit Bruchsteinen. Das waren also vorher Ziegelmauerwerke und die Bruchsteinmauer ist also noch gar nicht so alt. Und da ist man hingegangen, hat also dann diese alten Grabsteine, da kommen wir also später nochmal drauf zurück, es sind 36 Stück, die wir haben, die hat man also später mal hier in diese Mauer eingelassen, um einfach zu sagen, wir nehmen die rein. Aber man wusste von dem damaligen Zeitpunkt nicht, dass das eben Arbeiten waren, die unsachgemäß waren. Da ist also der Kalk, der zerfrisst im Grunde genommen diesen Lindlarer Sandstein, ein Stein, der also sehr weich, sehr porös ist dabei und wo früher die Zunft der ganzen Männer, die von Lindlar kamen und diese Steine hergestellt haben, die haben die also im Grunde genommen hier wieder reingesetzt und die zerbröseln ist dann. Und das Neueste ist das, das haben Sie in der Zeitung gelesen, wir haben von der Stadt Lohmar auch Geld bekommen dafür, dass diese Steine restauriert werden konnten von der Firma Glossner und Sieferding, die sich also spezialisiert hat auf Restaurationsarbeiten von sakralen Bauten oder von sakralen Elementen. Wir werden also auch gleich noch Steine sehen, die sind aus dem Trachitstein, aus dem Siebengebirge, die sind also sehr, sehr hart, aber den Stein, den Sie also hier im Grunde genommen haben, der ist also relativ
porös und der blättert ab, die Substanz, auch dann die Umwelteinflüsse, die wir haben, gehen also verloren. Und die Stadt Loma hat uns jetzt 5000 Euro gegeben, damit diese Steine im Grunde genommen für die nächste Generation 30, 40, 50 Jahre lang wieder erhaltenswert bleiben. Es ist also eine Grundsubstanz und wir sind also vom Heimat- und Geschichtsverein dahinterher, dass diese Steine von diesen Menschen, die von etwa 1696 bis 1722, 1740, 1750 beerdigt worden sind, ich zeige Ihnen gleich mal so einige Sachen, festzuhalten sind und wir diese der nächsten Generation übergeben können. Hier wohnt keiner, hier ruht auch niemand. Das hat man also nur hier entlang dieses Weges auf zum Friedhof rechts und links der Mauer eingelassen. Wir gehen also auch gleich mal hier an diese Mauer. Nach hinten zu sehen Sie auch noch die ganze Menge Steine, die man dort eingelassen hat. Ich bin froh, dass also damals mal der Hubert Hagen, der Georg Samurai und der Hans-Dieter Heimig, das waren die drei Personen, die sich dafür eingesetzt haben, diese Steine im Grunde genommen zu erhalten. Und da kommen also etwas weiter dazu. So viel hier vorne am Anfang. Ich werde jetzt noch einige Gräber zeigen von bekannten Lohmarer Bürgern und werde auch dazu etwas sagen können. Das ist der Bernhard Walter Scheib-Müller. Walter Scheib-Müller ist ein Ehrenbürger der Stadt Loma und war lange Zeit der Chef der Firma Walter Scheib, die also Anfang Loma zu finden sind. Er hat also die Firma sehr stark ausgebaut und er war also hier ein Lomarer Junge, ist verheiratet gewesen mit Hildegard von Geborne Kemmerich und in zweiter Ehe hat er dann wieder geheiratet und er wohnt also, hat lange Zeit in der Buchbütze gewohnt. Man kann sehen, er ist gerade 20 Jahre lang tot und er hat sehr viel für den Heimat- und Geschichtsverein gemacht. Er hat sehr viele Publikationen herausgebracht, etwa 15 bis 18 Veröffentlichungen, unter anderem die Lomarer Schulen und auch dann über Begebenheiten von und im Loma. Hat also auch dann Reim und Prosa geschrieben, er hat also auch dann über Weihnachtslieder und Weihnachtsgedichte geschrieben und er war der Gründer der Lomarer Heimatblätter, die also jedes Jahr von uns aus rausgebracht werden und ich bin also quasi sein Nachfolger in der Form, dass ich also sein Erbe dann erhalten kann. Es war eine sehr große Beerdigung, ich war damals noch dabei, wie er gestorben ist vor 20 Jahren und er war ja noch eben noch der Bürger von Loma, den man also im Grunde genommen auch hier hatte und er war also sehr, sehr bekannt hier in Loma. Die Hildegard, habe ich gerade gesagt, das war die Tochter. Das war ein kurzer Ausschnitt von der Begehung mit Gerd Streichert, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins auf dem Lomarer Friedhof.